Hallo, wir sind Melinda und David, zwei Baristas auf Reisen. 2018 sind wir für 15 Monate mit unseren Backpacks um die Welt gereist. Danach haben wir uns einen Van gekauft und selbst ausgebaut. Nun leben wir seit 4 Monaten Vollzeit in unserem Bus und sind aktuell in Schweden unterwegs. Im heutigen Video wagen wir ein Experiment. Wir wollen 72 Stunden fasten. Ob uns das gelingt, werdet ihr hier erfahren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es ja ums Thema Fasten. Wir haben ja das Experiment gewagt und haben versucht, 72 Stunden zu fasten. Ich sage versucht, weil ihr dann mitbekommt, wie es dann geendet ist. Ja, es war eine ganz schön intensive Zeit. Wir hatten uns nochmal ein großes Frühstück vorbereitet, weil wir noch einige Sachen zum Verwerten hatten und wir nicht wollten, dass die schlecht werden. Ja, wir haben uns jetzt nicht so perfekt darauf vorbereitet. Wir haben jetzt auch kein Heilfasten gemacht, haben einfach nur versucht, für uns mal 72 Stunden auf Essen zu verzichten, was es mit unserem Körper macht, wie wir uns dann fühlen. Das war einfach nur mal so eine Testphase. Wir wollten unserem Körper auch einfach eine kleine Pause gönnen. Ich habe so viel gegessen, ich hoffe, ich behalte mir dieses Gefühl die nächsten 3 Tage bei. Jetzt erklär doch einfach mal die Regeln. 72 Stunden ab jetzt, das heißt, wir essen erst Freitag, den 20.08. um 13 Uhr etwas. So sind die Regeln. Also 72 Stunden verzichten wir auf Kaffee, auf feste Nahrung. Was ist erlaubt? Wir werden uns heute noch eine Gemüsebrühe machen. Und eine frische, das heißt, wir werden ganz viel Gemüsebrühe trinken, ganz viele Tees trinken und das war's eigentlich. Okay, dann gehen wir als nächstes jetzt in den Supermarkt. Nur noch 71 Stunden. Ich hoffe, du erinnerst mich jetzt nicht jede Stunde dran. Ich hoffe auch. Okay, eine Frage habe ich aber. Wie möchtest du dich beim Fasten nicht verhalten? Ich möchte nicht schlecht drauf sein. Ich möchte einfach alles wahrnehmen, was passiert. Okay, nicht schlecht drauf sein. Und du? Ja, ich hoffe, ich werde nicht hangry. Ja, hangry wäre echt nicht cool. Ja. Wir haben jetzt die Karotten, Porree, Petersilie, Sellerie, Paprika, Dill, Frühlingszwiebeln, Petersilie. Und daraus machen wir uns jetzt eine leckere Gemüsebrühe. Wie geht's dir so? Ich könnte schon was essen gleich. Ja. Mal schauen, wie es mir geht, wenn wir am Stellplatz angekommen sind. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut.
Könnte bestimmt auch was essen, aber ich habe jetzt noch nicht so einen riesen Hunger. Also ich habe jetzt noch kein Bauchkrummeln oder sowas. Und ja, mal gucken, wie es dann heute Nacht sein wird, ob wir wach werden, weil wir Hunger haben. Oh mein Gott, ich glaube, der erste Tag ist auch der schlimmste. Wir haben uns einen Stellplatz hier in Schweden anschließend rausgesucht, an dem wir weit von der Zivilisation stehen und so wenig Versuchungen wie möglich haben. Wobei das hier im Van natürlich ein bisschen schwer ist, weil ja, das Essen ist ja, was noch im Van übrig geblieben ist, ungefähr einen Meter entfernt gewesen. Deswegen war die Versuchung immer sehr, sehr groß, da doch was zu naschen. Und hier auf dem Stellplatz konnten wir uns dann ganz in Ruhe auf uns konzentrieren und hatten dann die Möglichkeit zu erfahren, was das Fasten mit unserem Körper und unserem Geist macht. Die ersten 10 Stunden sind vorbei, es bleiben noch sagenhafte 62 Stunden. Und wie schmeckt jetzt die Brühe hier? Gut, ein bisschen salzig, aber sonst gut. Also es ist richtig gut, dass wir das mal ausprobiert haben. Schmeckt richtig lecker. Ich glaube, wenn wir uns nicht entschieden hätten zu fasten, hätte ich niemals in meinem Leben eine eigene Gemüsebrühe gemacht. Ja, ich wollte das schon immer mal machen. Und wo machen wir das? Im Van, mit einem Stabmixer. Ja, hat aber gut geklappt. Also, kleinen Jahresvorrat, den wir uns da jetzt auch angelegt haben. Mir fehlt das Essen jetzt schon, muss ich sagen. Ich würde mich jetzt ganz gerne mit ein paar Erdnüssen oder irgendwie ein bisschen Reis oder keine Ahnung was ins Bett legen und jetzt ganz gemütlich eine Serie gucken. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Ja, die Brühe hilft auch. Auf jeden Fall, es hilft. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns dann morgen früh fühlen. Ja, schnell haben wir gemerkt, dass für uns natürlich Essen ein sehr großer Punkt in unserem Leben ist. Wir kochen sehr gerne, wir essen sehr gerne. Und da, dass wir jetzt auch Vollzeit im Van unterwegs sind und sehr viel Zeit uns beim Essen und beim Kochen investieren, also dass wir sehr viel Zeit in Kochen und Essen investieren, waren wir so ein bisschen auch aufgabenlos. Also auf einmal hatten wir nichts mehr zum Spülen und nichts mehr zum Kochen. Und ich sag mal, wir beschäftigen uns schon 50% unseres Tages mit Essen. Essen, Zubereitung. Das hat auch eine künstlerische Ader für uns, das Essen zuzubereiten. Ja, das ist ein großer Rhythmus, der da einfach weggebrochen ist. Ja. Der erste Tag fiel uns beiden noch relativ einfach und die Motivation war noch da. Allerdings sind wir am zweiten Tag, wie wir aufgewacht sind, hatten wir schon gemerkt, dass wir nicht mehr ganz so voller Energie sind. Okay, die erste Nacht haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wie hast du geschlafen? Gut, ich war einmal wach, habe viel geträumt, gefühlt. Habe ich mehr geträumt als sonst? Oder ich konnte mich besser erinnern. Aber ich bin nicht hungrig ins Bett gegangen gestern. Und hast du jetzt Hunger? Nee, auch nicht wirklich. Fühlst du dich irgendwie schlechter wie sonst oder besser? Bisschen so, ich fühle mich so leicht matschig. Mhm. So ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig wach. So ein bisschen, sind meine Augen ein bisschen geschwollen. So fühle ich mich ein bisschen, als würde mein Körper schon anfangen, sich zu entgiften. Ja, ich musste Melli heute Morgen auch wecken. Ich war so um kurz nach 7 schon wach und habe dann hier die wahnsinnig schöne Aussicht gesehen und wollte dann gleich wach bleiben. Ich eigentlich auch, weil wir haben jetzt schon so lange nicht mehr so einen krassen Sonnenschein gehabt. Und ja,
Aber irgendwie war ich noch ein bisschen müde. So, wir haben jetzt mal ein bisschen den Bus verlassen und gehen eine Runde spazieren. Beim Fasten ist es auch sehr wichtig, trotzdem ein bisschen sich zu bewegen und den Kreislauf ein bisschen anzukurbeln. Deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Spaziergang und später werden wir vielleicht sogar noch eine Runde Yoga machen. Melli meinte. Ist auch, dass der Arbeit so ein bisschen geschwollen ist. Der hat gar keine Lieder mehr. Kann ich leider nicht für dich singen die nächste Zeit, bis die Lieder wieder da sind. Also, ich war nicht einmal hangry und ja, gesungen habe ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall tut die Bewegung Lieder voll. Geht das auch nicht. Nee, ohne Lieder kann man auch nicht singen. Vielleicht summe ich nachher ein bisschen was. Augenlieder. Das Laufen tut auch echt gut. Ja, nachher, wenn wir dann im Bus sind, werden wir uns noch mal ein bisschen den anderen Aspekten des Fastens widmen. Ja, ich habe schnell gemerkt, nach einem Tag, also am Tag darauf, weil wir auch auf Kaffee verzichtet haben, dass ich schon sehr starke Kopfschmerzen hatte. Da würde ich für das nächste Mal mich vielleicht anders vorbereiten und würde schon 2 Tage vorher keinen Kaffee mehr trinken, weil ich glaube, das waren auch unter anderem Entzugserscheinungen vom Koffein. Oh mein Gott, ey. Ach so, ja, mach mal so. Ich lasse ein bisschen offen. Lufti. Ich habe so einen Hunger. Jetzt fängt der Hunger an. Jetzt geht's jetzt los nach ey. 25 Stunden. Ja, wir haben jetzt 25 Stunden gefastet. Das heißt, es bleiben noch 47 Stunden übrig. Ja, jetzt kommt gerade so ein bisschen die etwas schwierigere Phase. Aber machst jetzt mal Gemüsebrühe warm. Ja, mach viel und wir lecken uns mal mit einem Film oder sowas ab und werden heute einfach nichts mehr machen. Nicht mehr viel. Das ganze Internet ist voller Essen. Ja, deswegen gucken wir jetzt nicht mehr. Alle essen so geiles Zeug. Gibt's jetzt Internetpause. Danach können wir wieder so viel essen, wie wir wollen. Aber wenn ich wissen würde, morgen früh ist vorbei, dann würde ich es jetzt heute echt noch richtig easy durchziehen. Aber wenn ich jetzt daran denke, das noch morgen den ganzen Tag nochmal zu machen. Die Stunden vergehen auch irgendwie langsamer ohne Essen. Das ist wie in Zeitlupe, ja. Nach dem Spaziergang waren wir beide richtig kaputt. Wir haben uns schon krank gefühlt. Oder wie nach einem genau, Hangover. Genau, oder nach einem Hangover, als hätten wir den Tag vorher richtig viel getrunken. Ja, so richtig voll die heftige Party gehabt. Und wir lagen hier im Bett und haben Netflix geschaut, haben uns über das Fasten informiert und auch viel geschlafen. Ja. Ja, also mittlerweile steht hier Brühe Nummer 5 für den heutigen Tag. Wir haben jetzt ein kleines Nickerchen gemacht und auch rausgefunden, dass beim Fasten Zellen, die defekt sind oder die alt sind, einfach ausgespült werden. Also das unterstützt. Also zumindest wird das gerade erforscht. Ne? Das unterstützt den Körper dabei eben. Das nennt sich Autophagie. Ja. Also Entzündungen im Körper, Krankheiten, Schmerzen können damit gelindert werden. Und auch dementsprechend Krebszellen vernichtet werden. Ja, fanden wir ziemlich interessant. Da gab es einige gute Dokumentationen und auch Berichte vom Bayerischen Rundfunk. Motivation bei uns beiden eher so bei einer 5. Ja, mittlerweile ist es Abend geworden und wir haben uns ein bisschen ablenken können mit Arbeit und mit Netflix. Und ja, der Tag neigt sich dem Ende zu, unsere Bäuche sind immer noch leer. Und unsere Köpfe noch schwer. Ja, mittlerweile haben wir ein bisschen Kopfweh bekommen. Uns fehlen auch so manchmal die Wörter irgendwie, ich weiß nicht. Also wir sind schon so ein bisschen dizzy und gaga. Einfach oh gerade. Gott, ich sehe schon richtig schlimm aus. Ich fühle mich so richtig verquollen. Schatz, wir fasten, es ist egal, wie wir aussehen. Ist auf jeden Fall spannend, aber ich frage mich auch, ob wir uns da mit 3 Tagen nicht zu viel zugemutet haben. Ich habe teilweise so stark gerochen. Der 2. Tag war dann schon nicht mehr so einfach,
die Motivation hochzuhalten. Wir haben richtig viel Brühe getrunken und ich glaube in der Nacht, in der zweiten Nacht war ich gefühlt jede Stunde mal auf Toilette. Man hat auch gemerkt, wie der Körper entschlackt, wir waren aufgequollen und man hat richtig gemerkt, wie der Körper quasi, ja, alles ausspült. Boah, der riecht so lecker. Ja, gestern hatten wir echt starke Kopfschmerzen und einige von euch haben geschrieben, dass das auch daran liegen könnte, dass wir so lange jetzt keinen Kaffee mehr getrunken haben. Und tatsächlich haben wir jetzt 48 Stunden keinen Kaffee mehr getrunken. Das heißt, wir sind bei 2/3 der Fastenzeit angekommen und heute gönnen wir uns einfach mal einen Kaffee. Wir haben 48 Stunden nach dem Fasten. Fast quasi 49, glaube ich, oder? Oder sogar schon drüber auf jeden Fall, ja. 49 eher. Und wir haben 60% geschafft. Ja, wir sind sehr stolz. Gestern war sehr anstrengend. Heute fühlen wir uns viel besser. Ich weiß nicht, ob das auch der Kaffee am Morgen war. Der Kaffee, eine schöne Dusche, eine Runde Yoga. Das hat uns schon echt gut getan. Und vielleicht auch der Gedanke daran, dass wir jetzt das Fasten brechen. Genau, wir haben uns entschieden, das jetzt hier mal gut sein zu lassen. Ja. Und nach 48 oder 49 Stunden, das Ganze. Wir haben sowas noch nie gemacht und deswegen ist das für uns ein voller Erfolg. Auch wenn wir die 72 Stunden jetzt nicht erreicht haben, ist das für uns keine Niederlage oder kein Aufgeben in dem Sinne, sondern mehr, wie wir vorher jemals erreicht haben. Wir kennen diese 16-Stunden-Fasten, haben auch genau. Schon 18-Stunden-Intervallfasten gemacht. Aber 48 Stunden, das ist für uns ein Meilenstein. Und wir sind richtig froh, dass wir das gemacht haben. Richtig froh, ja. Werden das sicherlich auch nochmal machen. Und jetzt wissen wir, wie sich das nach 48 Stunden anfühlt. Und um ehrlich zu sein, wir könnten auch weitermachen, nur wir haben keinen Bock mehr. Ja, wir haben irgendwie keine Lust mehr. Wir wollen heute noch ein bisschen weiterfahren und wollen uns auch ein anderes Städtchen angucken. Und dann ist irgendwie mal schön der Gedanke daran zu haben, dass wir dann auch uns ins Café setzen können und irgendwie ist dann die Freude größer. Und trotzdem fühle ich mich sehr gut. Es ist immer wie so ein kleiner Neustart und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, auf jeden Fall sehr bewusst auf meine Ernährung zu achten. Und halt, das ist dann irgendwie so, jetzt kann man nochmal neu starten und den Körper nochmal richtig nur mit guten Sachen versorgen. Und ich finde, beim Fasten ist es ähnlich wie beim Yoga. Jeder Körper ist anders und wir stehen ja mit niemandem im Wettbewerb. Das ist unsere eigene Regel gewesen, unsere eigene Idee gewesen. Und solange es sich für uns gut anfühlt, machen wir das. Und bis hierhin hat es uns wirklich Spaß gemacht und es war eine intensive, schöne Erfahrung. Aber jetzt reicht's auch. Ja. Jetzt freuen wir uns auf einen Apfel, auf eine Karotte und ein bisschen Reis mit Gemüse. Brühe. Ja, mit ein bisschen Brühe. Und dann fahren wir nach Smögen. Oh, danke. Fällt mir schon das Essen aus der Hand, ja. Oh, mir läuft richtig das Wasser gut zusammen. Okay. Oh Gott. Na dann. Tschüss. Zieht sich der ganze Mund zusammen. Oh, ist richtig geil. Haben wir dich vermisst. Mögen. Mal schauen, ob wir es mögen. Thank you.
Ja, also was ich für mich beim Fasten auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass ich zeigen konnte, dass ich schon echt viel Disziplin habe. Das heißt, wenn ich mir einmal abends vornehme, vielleicht mal nichts zu essen, dass ich weiß, dass ich es schaffen könnte, weil ich es ja schon 49 Stunden ohne Essen geschafft habe. Und dann auch das Gefühl, was danach halt jetzt kam, dass man sich so richtig leicht und energetisch auch gefühlt hat mit weniger Essen und ja, dass man einfach sich vitaler fühlt und ich glaube, das ganz gut tut, mal einmal Essen wegzulassen und dass es dann einfacher ist, um das zu überwinden, weil man weiß, dass man schon viel Größeres geschafft hat. Ja, und so sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Wie ihr seht, kochen wir wieder fleißig. Uns geht's auf jeden Fall richtig gut wieder. Das Fasten war eine sehr schöne, intensive Erfahrung. Würden wir auch nochmal wieder machen? Ja. Dann aber mit einer anderen Vorbereitung. Aber so wie wir das schon gemacht haben, ja, sind wir auch schon sehr zufrieden mit. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen da. Oder auch zwei. Ja. Kommentiert und teilt dieses Video, falls es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir werden jetzt erstmal essen. Ich weiß gar nicht, was machst du denn eigentlich? Kartoffeln und Gemüse mit Hafersahne. Das riecht auf jeden Fall richtig intensiv. Oh. Ja. Hört sich an, als wäre das Essen fertig. Dann bis zum nächsten Video und alles Gute, bis bald. Mhm.